zum Thema Ungleichungen. Multipliziert oder dividiert man beide Seiten einer Ungleichung mit einer selben streng negativen Zahl, so ist das Zeichen der Ungleichung umzukehren. Vorsicht, nicht vergessen. Eine allgemeine Ungleichung löst man durch eine Zeichentabelle. Und zwar nachdem man erstens alles auf eine Seite gesetzt hat, sodass auf der anderen Seite nur noch die 0 stehen, und zweitens auf dieser Seite alles in Faktoren zerlegt hat. Schauen wir sofort in diesem Beispiel der Universität Lüttich, aber Vorsicht, man hat Tendenz zu sagen, die Zahl x, die hier teilt, die setze ich da rechts rüber, dann multipliziert die da, und diese Quadratwurzel, die hier teilt, die setze ich links rüber, dann multipliziert die da. Wir kennen aber das Vorzeichen von x gar nicht. Wir wissen nicht, ob x streng negativ oder streng positiv ist. Also wissen wir auch nicht beim Rübersetzen, ob wir dieses Zeichen hier umdrehen müssen oder nicht. Bei solch einer irrationalen Ungleichung gibt es zuerst mal Existenzbedingungen. Und zwar, die Zahl x darf nicht 0 sein. Und dieser Radikant 2 minus x, der muss streng positiv sein. Positiv, weil man seine Quadratwurzel rechnet. Und streng positiv, weil man ja durch diese Quadratwurzel teilt. Wir haben also diese zwei Existenzbedingungen, die man zusammenfügen kann, indem man sagt, dass x entweder in diesem Intervall liegen muss oder in diesem Intervall liegen muss. Wir lösen diese Ungleichung jetzt korrekt, indem man diesen Bruch links rübersetzt, wo er subtrahiert wird. So. Diese beiden Brüche hier, die subtrahiert werden sollen, die machen wir jetzt gleichnamig. Und somit haben wir diese zwei Schritte gemacht und können jetzt von diesem Bruch eine Zeichentabelle machen. Dazu brauchen wir aber die Nullwerte. Nullwert von x, das ist 0. Nullwert von dieser Quadratwurzel, das ist 2. Nullwert von hier oben, das sieht man weniger leicht. Also machen wir diese Auflösung der Gleichung separat. Das ist eine irrationale Gleichung. Zuerst einmal setzen wir x rechts rüber, so. Jetzt wird beidseitig im Quadrat erhoben, aber Vorsicht, es kann sein, dass wir von da nach da eventuell Lösungen hinzugefügt haben. Das werden wir dann am Ende sehen. Wir lösen jetzt diese Gleichung zweiten Grades, zum Beispiel durch die Diskriminante Delta, b² minus 4ac, oder durch Vieta. Wir suchen hier zwei Zahlen, deren Summe minus 1 ergibt und deren Produkt minus 2 ergibt. Das können nur minus 2 und 1 sein. Daher diese zwei Lösungen. Jetzt schauen wir, ob das wirklich Lösungen von dieser Gleichung sind. Wenn wir x durch minus 2 hier drin ersetzen, dann finden wir nicht 0. Minus 2 ist keine Lösung, die ist zu verwerfen. Jetzt schauen wir bei 1. 2 minus 1 macht 1, wovon die Wurzel auch 1 ist. Minus 1 macht 0. 1 ist effektiv eine Lösung. Also haben wir von allen Faktoren die Nullwerte 0, 1 und 2. Dann dürfen wir die in eine Zeichentabelle in arithmetischer Reihenfolge von links nach rechts aufsteigend eintragen. Jetzt zu den Zeichen. Von diesem Binom hier. Zuerst einmal, dieses Binom gibt es nicht, wenn x streng größer ist als 2. Also gehört da eine Schraffur hin. Jetzt schauen wir die Nullwerte. Nullwerte gibt es nur einen einzigen, das ist die 1. Also da wird dieses Binom gleich 0. Dann schreiben wir da die 0 hin. Schauen wir jetzt links von der 1. Links von der 1 hat dieses Binom überall dasselbe Vorzeichen. Denn wenn es hier mal irgendwo ein Vorzeichen hätte und dann noch ein anderes, dann müsste diese stetige Funktion nochmal irgendwo durch die x-Achse gehen. Tut sie aber nicht, sonst hätten wir hier einen weiteren Nullwert gefunden.
1 ist der einzige Nullwert. Also links von 1 hat dieses Binom überall dasselbe Vorzeichen. Dann suchen wir das Vorzeichen bei einer Zahl links von 1, zum Beispiel bei der 0. Bei der 0 ist dieses Binom streng positiv. 2 minus 0 macht 2, also ergibt das hier Quadratwurzel von 2. Minus 0 bleibt Quadratwurzel von 2, die ist streng positiv, also ist dieses Binom hier überall streng positiv. Wir machen hier rechts von der 1 genau dasselbe. Rechts von der 1 hat dieses Binom keinen weiteren Nullwert, sonst hätten wir den hier gefunden. Also nehmen wir auch rechts von 1 irgendeinen Wert, zum Beispiel die 2, und ersetzen hier drin x durch 2. Dann macht das 0 minus 2, also minus 2. Bei 2 ist dieses Binom negativ, dann muss das Binom überall rechts von 1 negativ sein. So. Bei diesem Faktoren x geht schneller, 0 bei 0 rechts positiv, links negativ. Bei dieser Quadratwurzel geht es auch schnell, rechts von der 2 ist sie gar nicht definiert, bei 2 selbst ist sie 0 und links von der 2 ist sie überall streng positiv. Jetzt können wir also schlussfolgern, vorsichtshalber werden wir diesen Bruchstrich in diese Tabelle hier mit eintragen. Mit Absicht sind die Faktoren in dieser Reihenfolge geschrieben worden, damit die Nenner sich effektiv hier unter dem Bruchstrich befinden. Sobald unter dem Bruchstrich eine 0 erscheint wie da und da, können wir sofort schraffieren. Rechts von der 2 wird auch schraffiert, weil es weder Nenner noch diesen Faktoren aus dem Zähler gibt. So. Jetzt schauen wir bei 1. Der Zähler ist gleich 0. Die zwei Nenner sind beide positiv. 0 geteilt durch positiv macht 0. Jetzt schauen wir links von der 0. Links von der 0 ist dieses Binom streng positiv, dieser Faktor streng negativ und dieser Faktor streng positiv. Das geteilt durch das mal das ergibt also hier eine streng negative Zahl. Hier finden wir eine streng positive Zahl. Hier finden wir wieder eine streng negative Zahl. Die Zeichentabelle steht und jetzt brauchen wir nur zu schauen, in welchem Bereich dieser Bruch kleiner gleich 0 ist. Die Endzeile ist bezüglich dieses Bruches. Wo ist der kleiner gleich 0? Ja, da und da. Markieren wir diese Felder mal in grün. So. Also, dieser Bruch ist kleiner gleich 0 da und da. Diese grünen Felder fahren wir jetzt nach oben bis in die x-Zeile. Und zwar so und so. Und jetzt können wir sehr schön ablesen, in welchen grünen Bereichen sich x befinden muss, damit dieser Bruch hier kleiner gleich 0 ist. Wir lösen also hier oben die Lösungsmenge ab. Es ist diese da. X kann von minus unendlich bis 0 sein, aber 0 selbst ausgeschlossen, denn die 0 selbst ist weiß geblieben, sie ist nicht grün. Und dann geht es weiter, Union, von 1 bis 2. Die 1 selbst ist eingeschlossen, weil sie ja grün ist, und die 2 ist ausgeschlossen, weil sie nicht grün ist. Jetzt müssen wir trotzdem noch überprüfen, ob, wenn x sich in diesem Bereich befindet, x auch die Existenzbedingungen erfüllt. Von minus unendlich bis 0, das ist okay. Und x muss auch streng zwischen 0 und 2 liegen. Auch das ist okay. Stimmt. Die Ungleichung der Unilytik ist also gelöst.